Wünschst du dir auch für deinen eigentlich fertigen Mix noch das kleine Quäntchen mehr Druck, Glanz und Bewegung? Dann ist der heutige Quicktipp von unserem Freund und Mastering-Experten Björn Schlüter genau das Richtige für dich. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Moin und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einem weiteren Video im Recording Blog. Heute geht es um einen ganz tollen Trick, den du auf dem Mixbus, im Mastering oder bei der Bearbeitung von anderen Stereoquellen, wie zum Beispiel Beats, anwenden kannst. Mein britischer Mastering-Kollege Streaky hat diesen Trick bereits vor einiger Zeit auf seinem YouTube-Channel gezeigt und dabei benutzt er den Fab-Filter ProQ3 Equalizer. Zweifellos ein tolles Tool, aber ich denke, dass man dann noch mehr rausholen kann und vor allem noch mehr Kontrolle über das hat, was man tut, wenn man ein kostenloses Plugin benutzt, nämlich den allseits bekannten und beliebten TDR Nova. Wir brauchen also einen dynamischen Equalizer und wir wollen damit am Ende des Tages mehr Punch, also mehr Druck in den tiefen Frequenzen erzeugen und wir wollen vor allem mehr Bewegung und mehr Breite in den Höhen und in den hohen Mitten erzeugen. Wie das funktioniert und wie das klingt, das schauen und vor allem hören wir uns direkt mal in der Session an. Auf geht's! Da sind wir auch schon bei mir in der Session und wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon mal einen Mix reingeladen. Die eifrigen Zuschauer vom Recording-Blog werden diesen Mix auf jeden Fall kennen. Es handelt sich nämlich um Jonas' letzten Song, den er ja schon in einigen Videos vorgestellt hat. Und ich würde sagen, bevor wir starten mit dem Trick, hören wir einmal hier in den letzten Refrain rein, wie der originale Mix so klingt. Los geht's! Das ist der letzte Song, den ich dir Ja, der letzte Song vom Jonas. Wollen wir mal nicht hoffen, dass es wirklich sein letzter Song gewesen ist. Wir haben ja also einen tollen Mix, solides Low-End, viele Informationen in den hohen Mitten und in den Höhen. Also eine tolle Grundlage fürs Mastering. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das Ganze mit unserem Trick noch ein bisschen druckvoller, noch ein bisschen breiter und noch ein bisschen aufregender hinbekommen. Dazu brauchen wir zwei Instanzen vom angesprochenen TDR Nova Equalizer. Und zwar brauchen wir zwei, weil wir eine Instanz quasi auf Sum und eine Instanz auf Diff stellen. Sum, Diff, das bedeutet nichts anderes als Mitte, Seite, Midside, in dem Fall also Sum und Diff. Die linke Instanz sorgt also dafür, dass wir mehr Druck und mehr Bewegung im Low-End, also in den tiefen Frequenzen bekommen. Deswegen habe ich hier ein Low-Shelf-Band angelegt, so um die 80 Hertz. Ihr seht aber schon, relativ flache Kurve, das Ganze geht also bis in die tiefen Mitten bzw. in die Mitten rein. Den Threshold habe ich so weit runtergedreht, dass quasi immer die einzelnen Schläge der Bassdrum dort quasi lauter sind als der Threshold. Und jetzt kommen wir schon zum wichtigsten Punkt hier, wenn ihr diesen Trick mit dem TDR Nova nachbauen möchtet, und zwar die Ratio. Ihr müsst dort einen Wert einstellen, der kleiner ist als 1:1. Wenn ihr einen höheren Wert einstellt, dann komprimiert ihr, also dann reduziert ihr das Signal. Und wenn ihr einen Wert einstellt, der kleiner ist als 1:1, also wie ich in dem Fall 0,8:1, dann hebt ihr an. Umso niedriger dieser Wert ist, also umso näher ihr zur 0:1 dann quasi kommt, umso mehr hebt ihr an. Der große Vorteil gegenüber dem Fab-Filter ProQ3 ist hier dieser Bereich. Ihr könnt nämlich die Attack-Zeit und den Release-Wert hier manuell eingeben. Das könnt ihr beim Fab-Filter Equalizer nicht. Da müsst ihr euch auf die automatischen Werte, auf die automatische Schaltung dann verlassen. Möchte ich gar nicht so gerne, vor allem nicht im Mastering, vor allem nicht im Low-End bei den tiefen Frequenzen, wo ich wirklich immer die absolute volle Kontrolle behalten möchte. In dem Fall habe ich bei beiden Instanzen hier eine sehr schnelle Attack-Zeit eingestellt, damit im Prinzip direkt dann der dynamische Equalizer auch anfängt zu arbeiten, sobald dann in den Bereichen was los ist, was wir gerne noch
lauter, noch intensiver haben wollen. Und was mit der Release-Zeit auf sich hat, die ist angepasst an das Songtempo, in dem Fall an die 118 BPM. Warum das so ist und was man damit alles so Tolles anstellen kann, wie man das ausrechnet und was irgendwie BPM mit Millisekunden und so zu tun hat, das ist auf jeden Fall mein Thema für ein komplett eigenes Video. Wenn euch das interessiert, dann schreibt das doch gerne mal unten in die Kommentare und dann würde ich mich freuen, zu dem Thema ein Video für euch zu machen. Also wie gesagt, hier an der linken Instanz, Sum, Mittensignal, wollen wir mehr Druck, mehr Bewegung im Low-End haben und auf der rechten Seite im Diff-Signal, also im Seitensignal, wollen wir einfach ein bisschen mehr Glitzer, mehr Breite, mehr Bewegung in den hohen Frequenzen haben. Hier seht ihr natürlich auch schon, dass die Kurve von diesem Band, das ist sogar noch flacher eingestellt, hier mit dem Q-Faktor geht noch weiter runter, dass wir damit nicht nur die Höhen, sondern auch noch die Mitten, die Hochmitten dann vor allem beeinflussen. Auch hier den Threshold so weit runtergedreht, bis ich da meine 1, 2, 3 dB bekomme, die ich da so ein bisschen enhancen möchte, kann man ja sagen. Auch hier wieder die Ratio auf 0,8 zu 1, schnelle Attack-Zeit und noch schnellere Release-Zeit. Und ich würde sagen, ich mache die beiden Instanzen einfach mal an. Und dann hören wir uns mal den gleichen Part an, den wir eben gehört haben und hoffen mal, dass der Trick auch Wirkung gezeigt hat, oder? Das ist der letzte Song, den ich dir schreibe. Tolle Geschichte, oder? Wir haben definitiv mehr Druck und mehr Definition in den tiefen Frequenzen. Das Verhältnis von der Bassdrum zum E-Bass ist viel, viel aufgeräumter und alles wirkt irgendwie noch so ein bisschen mehr am richtigen Ort. Was ich auch finde, ist, dass es klingt so, als wenn der Bühnenvorhang nochmal so 20, 30 Zentimeter weiter aufgegangen ist. Wir kriegen noch so ein bisschen mehr Dimension, noch ein bisschen mehr Glitzer und Glamour und irgendwie auch ein bisschen mehr Transparenz in den hohen Frequenzen. Also definitiv ein toller Trick, um seinen Mix oder seinen Beat nochmal eine Stufe nach vorne zu bringen. Ich würde sagen, wir hören uns das Ganze nochmal an hier im letzten Refrain vom letzten Song von Jonas und ich schalte zwischendurch immer mal wieder auf Bypass, damit wir das Ganze mal im direkten AB-Vergleich miteinander vergleichen können. Los geht's! Das ist der letzte Song, den ich dir schreibe. Der letzte Song vom Jonas mit diesem tollen dynamischen Equalizer-Trick hat ja auf jeden Fall auch nochmal 10% gewonnen. Zum Schluss habe ich noch eine ganz besondere Überraschung für euch. Die Einstellungen, die ich hier vorgenommen habe in den beiden Instanzen beim TDR Nova, könnt ihr euch unten in der Infobox als kostenlose Presets herunterladen. Und wie ihr die einfügt, das zeige ich euch jetzt noch ganz schnell. Ihr ladet dazu einfach eine neue Instanz vom TDR Nova in euer Projekt rein. So, die holen wir uns mal hier hin. Dann öffnet ihr die Textdatei mit den Presets, kopiert das einfach raus, rechte Maustaste, Paste State hier unten oder auch Steuerung V und zack, habt ihr das Preset geladen. Viel Spaß mit den beiden Presets im TDR Nova. Der TDR Nova ist schon wirklich ein tolles Tool und vor allem
komplett kostenlos. Wenn euch das näher interessiert und ihr mal einen detaillierten Überblick über das Plugin mit all seinen Funktionen und Möglichkeiten haben wollt, dann schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Dann machen wir dazu mal ein Video. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen oder mit den Presets. Alles Gute und bis bald.